So, ihr seht's, ich bin weiter im Theros-Hype, auch wenn viele schon aufgehört haben mit dem Theros-Hype, weil das schon wieder ein altes Set ist, weil die Collectors-Booster alles übernommen haben und sonst was. Ich bin immer noch im Theros-Hype, ich finde die Edition immer noch ganz, ganz, ganz cool. Eine Karte daraus gibt mir ein bisschen Kopfschmerzen und ja, ich hasse das Breach einfach. Aber ansonsten ist die Edition ganz cool und ich habe mir jetzt hier mal so ein Pre-Release-Kit. Na, krieg ich das auf? Ich krieg das auf, krieg ich das auf? Ja. So ein Pre-Release-Kit geholt. Beim Händler meines Vertrauens. Mal gucken, was da so bei rumkommt bei so einem Pre-Release-Kit. Ich habe ja den Pre-Release gespielt, deswegen. Oh, ein roter. Die sind seltener. Deswegen weiß ich, dass ungefähr unsere Ding ist ein Phönix aus Asche. 3 Mana 2-2 fliegend Eile. Für 3 Mana kriegt er plus 2 plus 0 mit Befreiung. Für 4 Mana schickt man 3 Karten aus dem Friedhof zurück ins Exil, befreit die Karte und dann bekommt sie einen für seine 1-Marke. Das ist nicht bad. Das ist ganz gut als hier als Promo. Sonst ja, haben wir hier so Zeug, hier ist so der Promocode, hier ist Müll. Mehr Müll braucht die Welt. Weil auch das hier ist, mehr Müll braucht die Welt. Und dann haben wir heute mal 6 Booster ausnahmsweise. Ich mache normalerweise immer nur einen Booster auf. Normalerweise würde ich jetzt sowas auch dann in 6 Tagen machen. Dementsprechend ist das für mich was ganz Cooles, was ganz Neues. Nee, neu nicht. Ich habe ja neulich schon mal dieses Giftpack aufgemacht. Und ja, mal gucken, was wir jetzt hier drin haben. Ich gehe die jetzt einfach mal durch. Wie immer bei diesen für mich Mass-Openings gehe ich wirklich nur die Uncommons und Rares durch. Die Commons sind mir relativ egal. Und ich gehe direkt zu dem hier. Blutrausch-Aspirant. 2 Mana 1-1. Immer wenn eine bleibende Karte geopfert wird, lege ein plus 1 Mark auf den. 2 Mana tappen, opfer eine Kreatur einer Verzauberung, fügt einer Kreatur einen Schaden zu. Sie kann diesen Zug nicht blocken. Elsbeths Albtraum. Die sieht cool aus. 3 Mana Saga. Für die erste, zerstöre eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger, die einen Gegner kontrolliert. Das ist nicht bad. Dann für 2, ein Gegner deiner Wahl zeigt die Karten aus seiner Hand offen vor. Du bestimmst davon eine Karte, die keine Kreatur, noch ein, die weder eine Kreatur noch ein Land ist. Dieser Spieler wirft sie ab. Also ein Duress. Und für 3 Mana schicke den Friedhof des Gegners ins Exil. Pharyax Ausgeburt, 4 Mana 3-4 mit Befreiung. Kann man 3 andere Karten in den Friedhof schicken, dann kriegt die 2 plus 1 plus 1 Marken. Und Tempel des Überflusses. Gebirge und Ziege. Der Tempel des Überflusses kommt getappt ins Spiel. Hellsicht 1, grün-blau. Grün-weiß. Ich muss mal ganz kurz. Sekunde. So, jetzt rearrangen wir den ganzen Quatsch hier mal. Tokens. Länder. Länder tue ich mal darüber. Und dann kam's. So, gucken wir das nächste Booster an. Ja. Friday Night Magic mit der japanischen Frau drauf. Okay. Wie immer, die Kanons sind uns egal. Und, Anax, der Seelengestellte. 3 Mana x3, wobei x die Anzahl an Hingabe zu rot ist. Und immer wenn eine nicht an, wenn eine andere Nicht-Spielsteinkreatur ins Spiel kommt, kriegt man einen roten Satyr. Der kann nicht blocken. Und falls die Kreatur, die man ins Spiel bringt, Stärke 4 oder höher hatte, bringt man 2 solcher Spielstand. Die ist gut, die Karte. Maledias Prophezeiung. 2 Mana, Hellsicht 1, bestimme einen Kartenname. Wenn du zum ersten Mal in diesem Zug einen Zauberspruch mit dem bestimmten Kartennamen spielst, zieh 2 Karten und schau die oberste Karte des Bibliotheks jedes Spielers an. Das ist gut. Dann Nessistischer Atlaskäfer. 2 Mana 2-2 zu Beginn des Zuges, des Kampfes in deinem Zug. Oh Gott, was für eine genaue Aussage. Kriegt man eine plus 1 zu 1 Marke, wenn man eine Kreatur mit Stärke 4 mehr hat. Und, wow. Dryade des Elysischen Hains. 3 Mana 2-4, man darf ein Zusatzland spielen und Länder, die ihr kontrolliert haben, alle Standardlandtypen. Eine Ebene, ein Satyr. Die ist gut. Die ist wirklich, wirklich gut, die Karte. Ich finde die auch richtig, richtig cool zu spielen. Das macht auch richtig Spaß. Tatsächlich spiele ich sie nämlich schon. Zwar aktuell nur online, aber na, ich krieg das Booster nicht auf. Ah, doch jetzt. Jetzt. So.
Dann haben wir die Schicksalsspinnerin. 2 Mana, 2, 3. Kreaturen und Verzauberungskreaturen, die ihr kontrolliert, können nicht neutralisiert werden. Verzauberungszauber, das ist gut. Für 4 Mana ein Land eurer Wahl, das ihr kontrolliert, bis zum Ende des Zuges eine XX-Elementarwesen, wobei X die Anzahl Verzauberung. Das ist eine gute Karte. Im Enchantress, im Legacy, warum nicht? Ehrgebietener Hoplitin. 5 Mana 1-2. 5 Mana 1-2, krass. Wenn er ins Spiel kommt, erzeugt man so viele 1-1 weiße Menschen-Soldatenspielstand, wie man Hingabe zu weiß hat. Oh, ich liebe dieses Artwork einfach. Ich finde das so geil. Gebieterische Ausstrahlung. 4 Mana verzaubert in eine Kreatur, sie kriegt plus 2 plus 2. Und immer wenn sie am Spieler Kampfschaden zufügt, kriegt ihr einen weißen Menschen-Soldatenspielstand. Und Atris, Orakel der Halbwahrheit. 4 Mana 3-2 bedrohlich. Und wenn ihr ins Spiel kommt, schaut ihr die obersten drei Karten von einem Gegner eurer Wahl an, die Bibliothek. Und was? Teilt diese verdeckt. Was? Und teilt sie in einen verdeckten und einen aufgedeckten Haufen. Nimm die Karten des Haufens auf die Hand. Was? Des einen Haufens auf die Hand und lege die anderen auf den Friedhof. Auf deinen Friedhof. Ach, ein Gegner schaut sich euer Deck an. Ach du Kacke. Ja, lassen wir das. Wir haben eine voll. Bedrohliches Verhängnis, das ist ein cooles Artwork. 3 Mana Verzauberung, die verzauberte Kreatur kriegt plus 3 plus 3 und greift in jedem Zug an, falls möglich. Wenn sie stirbt, kriegt der Bär schon 3 Schadenspunkte. Das ist eine coole Karte, die lege ich mir da rum hin. So, gucken wir mal weiter. Ihr merkt schon, ich arbeite viel hier oben mit dem Platz, weil ich sehr nah an den Tisch gerade dran sitze. Das muss ich mal gleich noch ändern. Ja, grauer Händler aus Asphodel. 5 Mana 2-4, jeder Gegner verliert X Lebenspunkte und ihr bekommt X Lebenspunkte, wobei X die Devotion zu schwarz ist. Das ist ein Reprint, ich finde das so gut, dass der wieder da ist. Gute Karte. Nix, Herold, 3 Mana 2-3, zu Beginn des Kampfes von eurem Zug kann eine verzauberte Kreatur oder eine Verzauberungskreatur plus 1 bis 1 zum Trampel kriegen. Das sind 3 Mana 3-4 Trampler, wenn ihr immer wieder ihn wählt. Das ist stark. Underworld, nee, Unterweltstraum. Underworld Dreams. 3 Mana Verzauberung, immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, fügt sie ihm einen Schaden zu. Gibt es die Karte nicht schon? War das nicht mal eine Rare Underworld Dreams? Korrigiert mich mal, wenn es nicht so war. Ich meine schon. Und Schreitendes Elend. Da kenne ich auch einige von. 3 Mana 3-2, wenn ins Spiel kommt, erzeugt ein 0-1-Ziegen-Spielstein. Opfer eine Kreatur hält sich 1. Mit Befreiung 4 Karten aus dem Friedhof, und dann kriegt ihr 2 plus 1, 1. Manchmal ein paar von den Karten verstehe ich nicht. Ein paar von den Karten verstehe ich halt leider echt nicht. Also im Sinne von, ich verstehe, was sie tun, verstehe nicht, warum sie existieren. Dann wieder mal hier. Weg. Oh, Wolfsweide der Zuflucht. 2 Mana verzaubert ihr ein Land. Der verzauberte Land, wenn es für einen Mana getappt wird, kriegt ihr ein weiteres grünes. Für 5 Mana könnt ihr die opfern, um einen 2-2 Wolfsspielstein zu bekommen. Dürft ihr nur in einem Zug machen. Traumlauer Manticore. 3 Mana 4-2. Immer wenn du einen ersten Zauberspruch wirkst, im Zug des Gegners wirkst, fügt er mit deinen Schaden zu. Ne, ein Crit. Doch, einem Ziel. Oh, auch eine Kreatur, das ist gut. Raufboldin der Feraherde. 6 Mana 4-4, wenn das Spiel kommt, kämpft sie eine Kämp kämpft sie. Sie kämpft. Nee, sie kämpft gegen eine Kreatur, die ihr nicht kontrolliert. Und der Mantel des Wolfes in Zoraia. 4 Mana verzaubert ihr eine Kreatur, die verzauberte Kreatur kriegt plus 4 plus 4. Und wenn er das Spiel verlässt, erzeugt ihr 2 grüne 1-1 Wolfsspielsteine. Dazu. Oh, wir haben eine Rare. Eine Voll. Eine Moosviper. 1 Mana 1-1 Todesberührung in Voll. Die ist hübsch. So, und das letzte Booster aus diesem Pre-List-Kit. Bisher würde ich sagen, wir spielen auf jeden Fall grün. Grün, rot, ja, grün, rot, weiß. Scheiße, schwarz. Gucken wir uns mal das hier mal an, was wir hier so haben. Archon der fallenden Sterne. 6 Mana 4-4. Wenn er ins Spielfeld kommt, könnt ihr Verzauberung aus dem Friedhof, eine Verzauberung aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Schicksalhaftes Ende, 3 Mana für Spontanzauber, fügt einem Ziel 3 Schaden zu, hält sich 1. Ja, es ist nicht so das Geilste. Spiegelschild, die Karte kenne ich ja noch gar nicht. 2 Mana, die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 0 plus 2 und fluchsicher. Und immer wenn eine Kreatur mit Todesberührung blockt oder von ihr geblockt wird, zerstöre ich eine Kreatur. Das ist cool.
Das ist cool, das ist vor Combat. Das ist cool. Und Reiz des Unbekannten. 5 Mana, decke die obersten 5 Karten, nee, 6 Karten deiner Bibliothek auf. Ein Gegner schickt davon eine Nicht-Dann-Karte ins Exil. Dann nimmst du den Rest auf die Hand. Der Gegner kann dir ins Exil geschickte Karte wirken. Ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Ja. Das ist Pre-Release-Kit. Und ja, ich bin nicht enttäuscht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Das war ganz okay. Es war besser als mein Pre-Release-Kit, was ich hatte. Und dementsprechend bin ich ganz zufrieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexate. Ciao, ciao.